herzlich willkommen heute zum Thema Umgang mit Verletzung oder auch Krankheit. Und da möchte ich mit euch ganz viel aus meiner eigenen Erfahrung teilen, denn viele wissen es nicht, aber meine Kindheit, Jugend hatte ich immer wieder Verletzungen. Mein Immunsystem war total im Eimer, so dass ich eigentlich permanent krank war, tatsächlich mit Fieber und auch Antibiotika. Natürlich weiß ich heute, dass das natürlich überhaupt nicht gut war und natürlich mich in dieser Spirale auch festgehalten hatte. Aber wenn wir über, ich sag mal, Fettstoffwechsel optimieren, einen besseren Lifestyle leben, Veränderungsprozesse sprechen, dann müssen wir auch über Krankheit und Verletzung sprechen. Denn wenn ich mich mit Menschen austausche, die versuchen ihr Leben zu verändern, dann gibt es immer wieder Rückschläge. Du fängst an, in eine gewisse Richtung zu gehen und auf einmal werden dir Steine in den Weg gelegt. Und so ist es zum Beispiel so das typische Beispiel, ein Mann entscheidet sich ins Fitnessstudio, kann auch Frauen passieren, entscheidet sich ins Fitnessstudio zu gehen und sagt, ich möchte jetzt ordentlich Muskeln aufbauen. Er startet super motiviert und aufgrund von der Art und Weise, wie wir halt die ganze Zeit vorm Computer sitzen, von unserer Haltung, die wir haben, ist es dann eben häufig so, dass wenn wir dann zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen und wir fangen an zu trainieren, die typische Männerverletzung Nummer 1 ist, du bekommst Schulterschmerzen. Warum? Was trainieren Männer gerne? Besonders Jungs, also sag ich mal Alter 15, 16, 17, sie trainieren sehr gerne Brust, sie trainieren sehr gerne Bizeps, sie trainieren sehr gerne Bauch und dadurch, dass sie halt eben eh schon oft sehr so sitzen oder am Smartphone sitzen, bekommt es dann aus verschiedenen Gründen dazu, dass einfach du hier weniger Platz hast in der Schulter als Beispiel. Und was macht man dann? Man geht zum Arzt und es gibt entweder eine Spritze oder man bekommt eine Trainingspause. Das heißt, das große, große Problem ist, es wird einfach nur das Symptom behandelt. Das ist jetzt ein Beispiel, wo wir jetzt, ich sag mal, von körperlicher Natur sprechen. Wir können uns das Ganze aber auch mit dem Immunsystem anschauen oder mit anderen Problemen. Wenn du nicht an die Ursache rangehst, dann läufst du Gefahr, dass sich deine Probleme, also immer wieder krank werden, Hautausschlag, also alle möglichen Probleme des Immunsystems oder auch des Bewegungsapparates, dass sie sich einfach immer und immer und immer wieder wiederholen. Und das ist ja auch das Schlimme an unserer Medizin. Unsere Medizin ist super, super gut, wenn es um akute Probleme geht, aber oft miserabel, wenn es um chronische Probleme geht. Und wie viele Menschen ich schon kenne, die mit Sport angefangen haben, die begonnen haben, ihre Ernährung zu verändern, aber dann eben, weil sie verletzt waren oder weil sie krank geworden sind, so aus dem Konzept geworfen worden sind, dass sie einfach nicht weiter dran geblieben sind, das ist einfach nur traurig. Also das heißt, wenn wir davon sprechen, du willst dich verändern, du willst dich weiterentwickeln, du willst Muskeln aufbauen, du willst deine Ernährung umstellen, dann zuallererst bereite dich darauf vor, dass Rückschläge kommen werden, dass es sein kann, dass du dich verletzt, dass es sein kann, dass du krank wirst. Und genau diese zwei Punkte sind eben dann ganz häufig der Fall, warum jemand sein komplettes Vorhaben eben aufhört. Und in meinem Fall, jetzt zum Beispiel, ich erzähle einfach was ganz Persönliches. Zum Beispiel, was habe ich? Ich habe hier auf der linken Seite ein fettes Überbein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also einfach so, man nennt das so ein Ganglion. Da läuft Flüssigkeit, Knochenflüssigkeit raus, ähnliche Flüssigkeit und es bildet sich sowas wie ein Stein. Und da es nicht wehtut, das ist ganz häufig so, es gibt so kleine Problemchen, die man hat, die aber dann echt groß werden, habe ich mir erstmal gesagt, okay, ich arbeite gerade viel. Wenn ich nicht arbeite, dann gehe ich ins Gym, um Spaß zu haben. Ich will ja Muskeln aufbauen und weil ich wenig Zeit habe, gab es nicht so viel Mobilisierungsübungen. Und dann sage ich, okay, es passt. Ja? Und irgendwann hat dann die rechte Hand angefangen, weh zu tun. Und ich habe gemerkt, oh, ist schon eingeschränkt. Und ich wusste natürlich, okay, viel am Computer sitzen, viel am Handy arbeiten. Teilweise auch, als das begonnen hatte, hatte ich auch ganz viel, ich sag mal, emotionalen Stress mit der Auswanderung, mit allen möglichen Sachen. Und die meisten großen Dinge in unserem Körper, die passieren nicht, bumm, auf einmal. Ganz viele Menschen, denen reißt die Achillessehne oder die brechen sich was bei einem Sturz. Oder die Schulter kugelt aus. Das Verrückte ist es, es gibt natürlich gewisse, ich sag mal, Crashes, Fahrradunfälle, die passieren und da passiert wirklich genau jetzt was. Bei fast jeder Verletzung ist es so, dass es nicht diesen einen Moment gibt, wo jetzt diese Zerstörung von der Struktur geschieht, sondern ganz häufig, gerade wenn es irgendwie im Fitnessstudio ist oder so, dann baut sich das auf. Also das heißt, damit hier irgendeine Bizepssehne reißt oder so, ist die schon morsch. Und dann machst du eine Bewegung und du denkst, nur diese Bewegung war es, aber eigentlich hast du darauf lange hingearbeitet. Und es ist super mühsam,
aber es ist super wichtig. Das heißt, wenn irgendwas in deinem System passt, wo du dich nicht verlassen kannst auf deine Muskeln, auf deine Kraft, auf deine Haltung oder auf dein Immunsystem, dann macht es Sinn, diese extrem mühsame Ursachenforschung anzugehen. Und bei mir selbst war es vor allem so frustrierend, weil es sich lange angestaut hat und ich ja Sportwissenschaftler bin und ich bei fast allen körperlichen Beschwerden meinen Kunden immer super helfen konnte zu sagen, oh, du hast Knieprobleme, mach das. Oh, du hast Schulterprobleme, mach das. Oh, die Handgelenke sind nicht so mobil. Hey, dann mach die und die und die und die Übung. Aber ja, ich habe alle möglichen Übungen gemacht, die ich kenne und es wurde eben nicht besser. Aber wenn ich mich an der eigenen Nase fasse, kann ich sagen, okay, habe ich wirklich mich genau damit auseinandergesetzt, was für Ursachen es hat, wo kommt es her, was ist zu tun? Nein, ich habe eigentlich, muss ich sagen, immer so nach der schnellen Verbesserung gesucht. Weil ich gesagt habe, oh, das ist ein Problem, ich will das Problem weghaben. Ist natürlich cool, manchmal geht das, manchmal geht es aber auch nicht. Und da fühlt man sich dann als Coach vielleicht auch so ein bisschen in seiner Ehre gekränkt. Was habe ich gemacht? Das ist das Einzige, was ich euch empfehlen kann. Wenn ihr selber nicht weiterkommt, holt euch Hilfe. Und ja, gute Hilfe im Gesundheitssystem kostet meistens extra. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich meine private Krankenversicherung da in Anspruch nehme, sondern ich habe gefragt nach Experten hier in Mexiko, wo wir sind, und es ist phänomenal, was für Experten wir haben. Also wir haben es echt, um einfach uns zu unterstützen, weil zum Glück beruflich geben wir sehr viel Gas, helfen sehr viel Menschen, bekommen dafür auch, ich sag mal, eine gute Bezahlung, haben wir diese Möglichkeit, das zu machen. Und wir haben einmal fürs Immunsystem uns eine Infusion geben lassen, als alle anderen um uns krank geworden sind, als wir von Las Vegas nach Mexiko angereist sind. Das ist so das eine. Und eine Infusion hilft ja auch nicht nur fürs Immunsystem, sondern kann an ganz vielen Stellen helfen. Denn in der Infusion, was war eine Vitamin-Mineralien-Mischung, also Vitamine, Mineralien, Zink, Vitamin, also es waren ganz viele tolle Sachen einfach drin, die den Körper unterstützen. Das ist das eine, was wir gerade machen. Das andere, Massagen. Wenn du viel arbeitest, wenn du auch viel Sport machst, dann baut sich sehr viel Stress im System ab. Und so einfach auf einer körperlichen Ebene sich Zeit für sich, also etwas Gutes für sich gönnen, aber auch den Körper durchbewegen, das Lymphsystem ankurbeln, Verspannungen rausmassieren lassen. Tolle Sache. Hat mir aber immer noch nicht geholfen hier beim Handgelenk. Dann wurde mir Akupunktur empfohlen. Akupunktur war wundervoll. Das ist ein echter Freak, den wir hier haben. Aber ich mag Freaks. Also das heißt, wenn sie wirklich, Ors hat es gefeiert ohne Ende. Bei ihr hat es die Verdauung enorm gefördert. Und bei mir, als ich von der Akupunktur aufgestanden bin. So, ich glaube, jetzt bin ich zurück. Ah ja, die Verbindung ist wieder da. Genau. Also, und ja, was bei mir passiert ist mit der Akupunktur, ist einfach Folgendes. Es hat enorm meinen Parasympathikus angeschmissen. Vielleicht kennt das jemand, Sympathikus, das ist so der im Stressmodus kämpfen, wenn du arbeitest, wenn du Sport machst und leider halt auch in Alltagssituationen mittlerweile, dass du einfach einen höheren Cortisolspiegel hast. Ah ja, super, da, danke Birgit, ja, die Internetverbindung ist seltsam. Naja, jetzt bin ich zurück. Also das heißt, Sympathikus, du bist so voll da, du bist bereit, du bist aktiv. Das Problem ist, wenn du zu viel in diesem Sympathikus bist, dann hast du nicht mehr diese Energie, dann hast du nicht mehr diese Power. Und ich habe in meinem Leben auch schon viel meditiert, schon verschiedenste Massagen gemacht, Sauna etc., Körpererfahrung, Bodywork. Und da gab es immer so Momente, wo ich gemerkt habe, wow, jetzt bin ich richtig in dem Parasympathikus, im entspannten Modus, ich spreche langsamer, ich nehme alles Nadeln gesteckt, hat die Nadeln wieder rausgenommen und ich stehe auf und sage so, wow, fühlt sich das gut an. Okay, ich glaube, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Ah doch, jetzt ist es wieder Internet da. Ja, Wahnsinn. Okay, genau. Also das ist das, was ich gemerkt habe durch die Akupunktur. Also einiges schon getan, jetzt zum Beispiel für dieses Handgelenk. Und jetzt ist so der Punkt der, nimm deinen gesundheitlichen Zustand, wo du nicht mehr zufrieden bist, wo du eine Verletzung hast, wo du nicht zufrieden bist mit Verdauung, Immunsystem, Haut, was auch immer es ist. Und ich habe mir gedacht, boah, jetzt habe ich schon das gemacht, jetzt habe ich schon das gemacht, jetzt habe ich schon das gemacht. Ich selber habe den Übungen gemacht. Ich glaube, es wird nie besser. Vielleicht hatte schon mal jemand den Gedanken, er hat irgendein Wehwehchen. Bei mir war das so, als ich 15, 16 Jahre alt war, da dachte ich einfach, mein Immunsystem ist einfach so. Ich fand das total unfair. Wir hatten Menschen in der Schulklasse damals, ich kann mich noch ganz genau erinnern, einer, der immer im T-Shirt rumgelaufen ist, auch im Winter, der nie krank geworden ist. Und damals war mein Immunsystem nicht so stark.
Ich war so super eifersüchtig auf die Person. Ich habe gesagt, krass, also ich würde alles dafür geben, dass mein Körper so stark ist, dass mein Immunsystem so stark ist, dass ich auch mir nicht dauernd Gedanken machen muss, muss ich einen Pullover anhaben, brauche ich noch einen Schal, wenn Winter ist, etc. Gott sei Dank ist da mein Immunsystem jetzt viel, 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 viel besser geworden. Also das heißt, diese ganzen Sachen habe ich gemacht jetzt für mein Handgelenk. Ich nehme das nur als Beispiel und es hat sich nicht gelöst, das Problem. Dann letzte Woche, Angelo ist gerade da aus Kanada, witzig, er spricht überhaupt kein Deutsch, aber er hat mir diesen Punkt hier verschafft, nicht nur den, sondern deutlich mehr. Und wir haben geschröpft und weil ich meinen Körper sehr gut kenne, haben wir das ISO gemeinsam gemacht. Ich habe ihm gezeigt, schau mal her, diese Stelle, da brauche ich unbedingt so ein Schröpfglas. Also Schröpfen kann super gut das Fasziengewebe entspannen, das ganze Bindegewebe, aber auch Entgiftung unterstützen. Florence und ich, machen wir auch noch. Wir machen gerade noch eine Darmkur. Also bei uns ist gerade so richtig Wellness angesagt, weil wir wollen, dass es uns gut geht. Weil wir wissen, dass wir auf einem hohen Level unterwegs sind von den Dingen, die wir tun. Und natürlich wollen wir uns auch einfach gut fühlen. Das ist so ein Punkt. Und das Schröpfen hat sofort eine Entspannung hier im Handgelenk gebracht. Das ist super faszinierend, wie das funktioniert, weil hier wurden ja die Gläser aufgesetzt und sofort wurde es besser, aber immer noch nicht 100%. Und ich habe mich entschieden, dass ich einfach, wenn ich Wehwehchen habe, klar, wie gesagt, ich habe jetzt über ein halbes Jahr das mit mir rumgetragen und gesagt, geht schon, ach ja, trainieren wir drumherum, wird schon wieder. Aber ich weiß, ich habe in meinem Leben ganz oft die Entscheidung getroffen, nein, ich möchte 100% gesund sein. Und es gibt bestimmt gewisse Erkrankungen, Dinge, die angeboren sind, wo man diese 100% vielleicht nicht erreichen kann. Aber 100% erreichen von dem, was eben möglich ist. Und das ist etwas, wo wir auch unterschätzen, wie stark unser Körper eigentlich ist. Und dass jede Krankheit, dass jede Verletzung, die wir haben, uns auch etwas zeigen kann, blinde Flecken zeigen kann, die machen uns auch auf etwas aufmerksam. Auch Schmerz ist eigentlich ein Warnsignal. Eigentlich wollen wir Schmerzen immer weghaben. Ganz ehrlich, wer von euch hatte schon mal Schmerzen? Und eigentlich will ich ihn einfach weghaben. Und hey, ich feiere auch keinen Schmerz. Absolut nicht. Ich bin der Letzte. Aber ich kann euch sagen, eigentlich ist Schmerz von unserem Körper dafür ausgelegt ein Warnsignal. Und kurzfristig gesehen ist das natürlich super zu sagen, hey, ich passe auf die heiße Herdplatte, hey, tut weh, zack, ich ziehe es runter. Was super ätzend sind dann chronische Schmerzen. Und chronische Schmerzen, die sind dann oft, man weiß auch gar nicht mehr, woher kommt denn das eigentlich? Und bei meinem Handgelenk, super spannend, ja, ich war gestern beim Osteopathen, der hatte in Frankreich studiert, ist ein Franzose, lebt hier in Mexiko, ein Osteopath, der seinen Doktortitel in der Osteopathie gemacht hat. Also es gibt Länder, da kann man Osteopathie auch studieren. Und er hat so seinen Doktortitel gemacht und es war wirklich unglaublich. Am Anfang, er hat mir Fragen gestellt ohne Ende und ich dachte mir, und ich kenne das ja mit der Anamnese, als Coach machst du immer gerne eine gute Anamnese, weil da findest du ganz viel heraus, auch was mögliche Zusammenhänge sein können. Und ich dachte mir dann während der Anamnese, oh Mann, fang halt endlich an. Vielleicht kennt das schon mal jemand, der bei einem guten Therapeuten war. Und dann war irgendwann alle Fragen fertig und dann hat er eben angefangen. Und auch während der Behandlung war eigentlich alles immer Check. Er sucht, woher es kommt, er testet was. Und ja, bei meinen Handgelenken, was super, super crazy war, ist, ich kann es euch mal zeigen, hier in der Hüfte hat er reingedrückt und es hat unglaublich wehgetan. Dann hat er sich die Beinlänge angeschaut und ja, also meine Beine waren, ja, wie soll man sagen, also die waren wirklich nicht auf der gleichen Länge. Natürlich gehe ich normal und man sieht das jetzt nicht unbedingt gleich beim Gehen. Experten sehen das bestimmt schon beim Gehen. Wahrscheinlich, als ich in die Praxis reingegangen bin, hat er das schon analysiert. Aber es waren total verschoben. Ein paar Griffe, ein paar massagenähnliche Dinge hat er gemacht und krack, beide Beine wieder gleich lang. Und er drückt nochmal an die gleiche Stelle rein und es tut nichts mehr weh. Und das Verrückte ist, wir haben im Körper ganz viel Verdrehungen. Also das heißt, wenn an der Hüfte was ist, dann mit der Schulter, dann mit dem Kiefer. Also alles hängt miteinander zusammen. Und dann habe ich ihn aber auch gefragt, du, was glaubst du, woher es herkommt? Und dann hat er mich halt gefragt, okay, ich habe dich ja gefragt, wo ging das los? Und dann hat er gesagt, vor einem halben Jahr. Und dann hat er gesagt, ja, du,
Hattest du da viel Stress? Damals hatte ich einen kleinen Motorradunfall, also mit dem Scooter ist echt nichts passiert, weil der Scooter ist weggerutscht und ich bin einfach hochgesprungen und auf den Füßen wieder gelandet. Aber weil es ein bisschen abschüssig war, habe ich mir den Zeh aufgeratscht. Und gleichzeitig mit der Auswanderung, verschiedene Themen. Und dann hat er gesagt, ja, also einmal hat sich etwas verschoben in deinem Körper und gleichzeitig atmest du nicht auf deinem vollen Potenzial, weil dein Zwerchfell eingeklemmt ist. Hat natürlich auch wieder was mit Haltung zu tun. Und dann, jetzt ist das Coole, hat er mir ganz klare Aufgaben gegeben. Und es ist so, so, so wichtig, dass wenn man an einen Experten gerät, es ist nicht immer leicht, das zu erkennen, aber wenn man an einen Experten gerät oder in der Person vertraut, dass man sich halt dann wirklich an die Steps hält. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Und er hat mir ein Gefühl gegeben, dass wenn ich jetzt das 2 Wochen mache, dass dann das Überbein weg sein könnte. Er hat gesagt, nee, er kann es nicht versprechen. Wenn es nach 2 Wochen nicht weg ist, soll ich ihm nochmal schreiben, dann überlegen wir uns was anderes. Und was super erstaunlich ist, ich habe ihm gesagt, du, ich komme total gerne nochmal nächste Woche, weil die Behandlung echt krass war. Also ich habe einen richtig, richtig guten Physiotherapeuten, der für mich den Namen Physiotherapeuten gar nicht verdient hat, weil Physiotherapie, es gibt so viele Unterschiede. Es gibt ganz viele tolle natürlich, aber es gibt auch sehr viele, die arbeiten nach Programm. Für mich ist der Physiotherapeut Nemo in München eher wie ein Magier. Ein guter Freund von mir, der fährt extra nach München, obwohl der nie in der Gegend ist, um ihn zu besuchen. Aber der hier in Mexiko, wo ich gestern war, das war andere Techniken, aber auf demselben Level. Das hat man sofort gespürt. Und ich habe gesagt, du, kann ich nächste Woche kommen? Er so, brauchst du nicht. Ich so, ja shit, ich bezahle ja dafür. Aber da hat man schon gemerkt, okay, der weiß, was er tut und hat mir auch ganz klar gesagt, pass auf, kein Oberkörperkrafttraining. Wenn du Unterkörper trainierst, nichts greifen, weil all das bringt Spannung ins System. Stress beim Arbeiten, wenn du nicht ordentlich atmest, dann Breathwork hat er mir empfohlen. Das ist etwas, wo ich weiß, es ist absolut genial und immer wenn ich es mache, tut es mir gut, aber ich mache es nie. Also das machen, er hat gesagt, bewegen, spazieren, schwimmen, aber halt nichts mit irgendwelchen Sachen greifen, weil tatsächlich hier schon sich eine Entzündung einfach breit gemacht hat und hier auch. So viel von mir. Ich freue mich über die ganzen Tipps, aber was ich mitgeben mag, ist diesen Prozess, den ich durchlaufen habe, um ein Problem, was ich habe mit Verletzung oder mit Krankheit durchzugehen, dass du halt eben sagst, okay, was kannst du selber tun? Und ganz viele machen ja den Schritt zu sagen, sie gehen zu Experte Nummer 1 oder sie gehen zum Hausarzt. Ich freue mich, wenn du einen tollen Hausarzt hast, aber Hausarzt ist kein Spezialist. Das ist mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Und das ist so das große, große Problem in unserer Stefan macht Breathwork, Birgit, danke dir. Und mit Stefan gehen wir am Donnerstag essen. Und Stefan hat Florence zum Geburtstag, ihr und mir, also für uns beide, eine Breathwork-Session geschenkt. Also das passt ja mal wirklich perfekt. Also das heißt, ich werde jetzt alle Tipps umsetzen, die er gemacht hat. Aber nochmal zurück zu Experte Nummer 1. Sie gehen zu Experten Nummer 1 und meistens ist der Hausarzt doof. Also es gibt tolle Hausärzte, also vielleicht hast du Glück, aber in der Regel doof. Nummer 2. Sie holen sich oft nicht nochmal eine alternative Meinung. Und gerade wenn es um körperliche Sachen geht, die chronisch sind, habe ich super, super, super Ergebnisse mit Heilpraktikern, mit Physiotherapeuten etc. Also das heißt, wichtig ist, wenn du ein Problem hast, nimm es nicht einfach nur auf die heiße Schulter, denn oft Probleme, die man unter den Teppich kehrt, körperlicher Natur, wie zum Beispiel auch Rückenschmerzen, Knieschmerzen, wenn du Glück hast, gehen sie einfach weg, aber meistens gab es eine Ursache, die das Ganze bedingt hat. Und man hat nicht immer die Phasen im Leben, wo man sagt, okay, ich habe jetzt die Zeit. Meistens hat man nie die Zeit, aber es gibt einfach so Phasen, wo man sagt, okay, pass auf, jetzt richte ich das ein. Also wir haben jetzt über 2 Monate hier in Mexiko und wir haben auch schon in Thailand gesagt, oh, wir sind echt auf einem hohen Level unterwegs. In Mexiko machen wir unsere Darmkur 4 bis 6 Wochen. In Mexiko hatten wir schon eine Masseurin vom letzten Jahr, die einfach tolle Arbeit macht. Und bei ihr auch wieder, das ist sowas, wo sie gesagt hat, oh, bei dieser einen Sache kann ich dir nicht helfen. Aber was hat sie gemacht? Daran erkennt man auch tolle Experten. Sie hat mir ihren Akupunkteur weiterempfohlen und den Osteopathen, ja, Dr. Benjamin Marciano. Ja. Diese 2 Leute hat sie mir weiterempfohlen und das Ganze kostet Zeit und es kostet Geld. Nur jeder weiß, wenn die Gesundheit oder wenn mal wirklich Schmerzen akut sind, dass es dann nichts Wichtigeres gibt, als diese eine Sache zu targetieren.
Und deswegen freue ich mich total, dass Florence einen riesen Schritt weiter gemacht hat, dass ich auf einem guten Weg bin und auch einen Experten habe, wo ich jetzt sage, okay, dem gebe ich mich jetzt komplett hin. Also alle Tipps, die ich von anderen bekomme, die in die Tipps passen, die er mir gegeben hat, kann ich ummünzen. Alles andere lasse ich jetzt weg. Weil ich habe ihn auch gefragt, soll ich noch irgendwas anderes machen? Er hat gesagt, nee, passt. Und dann kann ich mich auch entspannen. Das heißt, ich gehe jetzt mit Florence spazieren, dann vielleicht ein bisschen schwimmen im Pool. Schau, dass ich die Breathwork-Session organisiere, trainiere den Unterkörper die nächste Zeit und dann habe ich meinen Plan. Und nach 2 Wochen kann man gucken, okay, hat es mich in die richtige Richtung gebracht? Und was ich mit dem Live einfach sagen möchte, mit diesem Video, das bereite dich darauf vor, wenn du dich weiterentwickelst, dass es Verletzungen geben kann, dass Krankheit kommen kann. Und wenn du darauf vorbereitet bist, lass dich nicht komplett aus dem Konzept bringen. Wenn du gerade in deinem Körper eh schon ein Thema hast, wo du sagst, du bist noch nicht komplett zufrieden mit dem, wo du bist, wo du sagst, das beeinträchtigt dich. Du kriegst nicht richtig Luft durch die Nase, du kannst nicht aufrecht gehen oder es gibt gewisse Übungen, die eigentlich wichtig wären, Grundübungen im Krafttrainingsbereich, die du nicht schmerzfrei oder sauber ausführen kannst, dann mach es zu einer Priorität. Im Business kann man sagen, stärken, stärken. Was den Körper angeht, musst du wirklich dich mit deinen Schwächen auseinandersetzen. Und leider sitzen ganz viele Menschen von uns ganz, ganz viel. Und wenn du viel sitzt und wenn du Krafttraining machst, Achtung, dann verstärken sich meistens die Probleme. Außer du arbeitest auch an Mobilität und du machst Übungen, die der sitzenden Haltung entgegenwirken. Das sind meine abschließenden Worte für heute und ich speichere das ganze Video jetzt ab. Super gerne teil mir deine Gedanken unter dem Video in den Kommentaren und ich hoffe, dass du einfach da so ein bisschen, ich sag mal, auch Mut bekommen hast und auch, ich habe zu mir selber geredet, dass wenn was im Körper nicht passt, dass du dich der Sache annimmst, denn Probleme, die unter den Teppich gekehrt werden, bleiben leider meistens da. Stretching-Prinzip. Deine Worte in Gottes Ohren. Danke dir. Ja, klar, du als Expertin siehst es natürlich ganz genauso. Birgit, danke für den Zuspruch und ich wünsche euch nach Deutschland einen wunderschönen Abend. Wir haben erst 14 Uhr und gehen jetzt eine Runde spazieren. Ciao, ciao.